knallhart Unterschied zu Stardew Valley. Das war so ausgebaut, da hat eigentlich immer was zu tun gehabt. So viel zu tun gehabt, dass er gar nicht gewusst hat, mehr was alles machen soll. Hier brauchst du erstmal Kohle für die. Klar, alles cool, ne? Muss ja aussehen, ist logisch. Aber, ja. Noch bewegt sie sich nicht. Bewegt sich immer noch nicht. Hast du hier schon runter teleportiert? Nee, noch liegt sie im Bett. Liegt immer noch im Bett? Immer noch? Und bewegt sich? Eigentlich läuft sie, wie es aussieht, ne? Bei dir im Auge. Nee, die ist immer noch im Bett. Okay. Schnell die Kühe melken. Vielleicht schläft sie halt länger. Wer weiß. Jetzt ist sie unten. Genau. So eine Scheiße. Jetzt müssen wir da warten. Fuck. The demon code prevents me clapping rock of challenge. Now it's a catch. What's it say? If even. Ja, wenn nichts mehr anderes einfällt dazu. Ach, das müssen wir so lange warten, mal bis die alte wieder weg ist. Ach, da kommst du noch verarscht vor. Wahrscheinlich bei euch für einen Film mal einen Kack mal Eierbruder. Was bist eigentlich du für ein Gerät zum Fick? Ich glaube für Mais oder sowas, keine Ahnung. War hier nicht auch mal irgendwas? Eine Kiste oder so? Keine Ahnung. Dann gucken wir mal kurz, was es für Aufgaben gibt. Nö. 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 Ja, kann man machen. Nicht mal so weit weg. Guck mal, erstmal kurz noch ein Gewächshaus. Was sagen die Pflanzen hier? Halb nass müssen wir da gießen. Die haben noch keinen Honig, gut. Habt ihr Honig? Nee, auch nicht. Dann werden die hier draußen auch halb nass sein, dann kümmern wir uns auch gleich mal drum. Nee, die sind noch nass. Ach komm, schon dabei ist ein Scheiß drauf. Mach mal das sehr nass. Das ist okay. Geht er gleich, zap, zap, zap. Weil wir müssen ja da gießen, wo dran steht. Zack, sehr nass, sehr nass, sehr nass, sehr nass, sehr nass, sehr nass, sehr nass. Einmal kurz drüber. Wunderbar. Sind wir noch in der Küche? Ach, leck's doch am Arsch. Ich meine nicht mehr so, was die für Sounds von sich geben. Perfekt. So, Honig eingesammelt. Ein Gläschen gab es leider nur. Schade. Wisst ihr, die ist ewig am Tag in der verschissenen Küche. Macht nichts einfach. Oh, das wäre jetzt in die Vorratskammer geschmissen. Okay, dann halt so. Kurz mal nachschauen. Nö.
Kann man aus zwei Erdbeeren was kochen, ich bin enttäuscht. So, wenn ich spiele schon mal ins rausglitschen zu müssen oder ins rausglitschen zu müssen, kommt es von rausglitschen. So. Ganz einfach. Fahren wir mal hier lang. Es hat das Handy vibriert, müssen wir kurz gucken, was hier los ist. Nichts Neues, nichts Wichtiges zumindest. Mein Nachbar wird immer verrückter. Aber es ist nett. Es ist verrückt, aber es ist nett. Nee, vergiss es. Ich mache keine Transportmission für dich. Ich fahre da nicht gegen dich, so ein Bonobo. Fahren wir mal da lang. Ah, warte mal, da geht's zur Mühle, ne? Das könnte vielleicht zum gewesen sein. Egal, fahren wir da bei der Mühle hinten durch. Sonst denken wir noch, dass wir unser Kundenkonto löschen könnten. Hä? Ah, okay. Können wir da verkaufen? Okay. Interessant. Das ist ein Baumstumpf. Wie Dachka, was ist das? Es war ein anderer. Es war nicht der Händler mit dem coolen Karre. Doch, das war der. Fahren wir kurz rein. 18.000, also zwei Punkte, die ich dafür nicht ausgebe, das sehe ich nicht ein. $40! Ah! Wenn ich 18.000 im Kopf klar mit den zwei Punkten würde ich sagen, ja, aber. Der Traum ist so weit weg. 40.000. Ist eigentlich insgesamt das überhaupt verdient. Oh, da unten, okay. Dann kurz einfach mal hier lang. Alter, was ist das für ein Weg hier? Achso, da habe ich mal gepflügt, stimmt. Denkst du, der Weg ist so scheiße. Nehmen wir den Helfenstick hier fest. Ach, fuck you. Ja, teleportiere mich ja wieder 20 Milliarden Kilometer weg. Du dumm bist. Da kann ich mir auch gut eine Kiste versteckt vorstellen. Irgendwo oberhalb von den Gleisen. Ja? Das ist eine Rinderfarm. Yay. Und die nächste gleich links rein. Huch, ja, verstehe schon. Das Ding hier. Gut, Layla. Lasst uns reden. Guten. Kann ich ein Gebäude auf mein. Hört sich. Ja, kann man machen, ist über 160. Stimmt's so weit weg? Du willst handeln? Avery. Verpiss dich, Alter! Sieht ja schon ziemlich repariert aus. Was soll ich jetzt machen? Ich sag ja, das ist ein Bug. Okay. Ich stelle nur Fragen.
Es gibt Kohle, Herr Puppe. Danke. Hier ist etwas für dich. Ja, gut. Sag ich jetzt nicht nein. Hey, repariert das Gebäude. Oh, es ist schon repariert. Egal. Repariert es nochmal. I don't understand it. Ah, stimmt, das war schon mit dem Trecker. Haben wir lang gefahren durch die Wassergruben da. Ach, das war schön. 40.000! Oh Mann, warum? Wir haben gerade mal 12. Und ich will gerne diese Zeitpunkte ausgeben. Heuballen kann man zumindest verkaufen, aber ja, gut, das brauchen wir jetzt selber. Außer wir haben einen Überschuss. Dann können wir es ja verkaufen. Was kriegen wir eigentlich für die Heuballen? Ich frage nur mal. Mal kurz gucken. Okay, steht nichts dran. Ne, 5.000 Euro pro Ball, ne? Ich sag's nur, ist denn noch Fragen? Ne, Aussagen in dem Fall, Aussagen. Tipp, dip, 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 dip. Hey, macht das denn so? Ich guck dann, ich schneide die Folge erstmal auf eine halbe Stunde, cut dann ein paar Dinge raus einfach und ja, wenn es nicht ganz so langweilig wird. Weil was anderes wird man da ganz einfach so, wieder ein bisschen sauber machen. Iha. Ja, sieht in der Rede mal ein bisschen ordentlich aus. Rest vom Kanal ist immer noch verträgt, aber ist egal. Becky! Adrian? Wie hieß es nochmal? The Rock, ach. Rocky hieß der Film, jetzt hab ich's. Nur 9 heute. Ah, Leute, was ist los? Ich glaub's dir mal. Wie viel gerade hast du nach, seitdem die alte da ist? Zum Kotzer. Einfach nur zum Kotzer. Adrian! Ich hab die letzte Rolle Klopapier. Geht ja gerade voll rum. Oh Mann, das Meme. Absoluter Hammer. Adrian! Tony! Nee, John war's. Sag ich doch. Fuck! War ich zu schnell? Shit. Fuck! Der David! Nee, ich warte hier auf damit. Will ich nicht quälen. Okay, Bucky, danke schön, sonst wird man deabonnieren. Habt ihr es gesagt? Ja, eigentlich schon. Ah, Scheiße. Geh weg, sonst mal kurz abchecken. Rex geht's gut. Es war halt einfach nur krankhaft lang. Da, die Äpfel wachsen alle nach. Das ist schön. Die Bienen verrichten ihren Dienst somit. Sieht's da drüben im Feld aus? Ne, das war nicht das. Das war das andere. Huch! Ah, wächst. Sehr schön. Sehr schön, freut mich. Och, kommt was. Ja, jetzt Opfer. Sehr nice, ja, stimmt, die haben erst gegossen, ne? Jetzt haben wir die Aufgabe wieder erledigt. Was fütterst du eigentlich für einen Fisch? Den da. Den
Fisch. Der mit 15 Nährwert, okay. Ja, ist eine Bratwurst. Also den Helm können wir verarbeiten. Frische Aromaöl. Okay. Auf ist doch was mit dem Pen, scheiß drauf. Ja, das soll die Tür zu machen, lass mal laufen. Und ob es ja was macht. Also wirklich die Tür zu macht, auf und zu, ne? Würde mich interessieren. Ne, falls zumindest zu. Ne, ich glaube, lässt die Tür einfach offen. Ja. Was gibt's jetzt sonst für Aufgaben? Pflüge ein Feld. Ne. Nö. Nö. Ich hol's den Dachel. Ach so, die Tür zu machen. Ja, stellen wir schon die Hühner ab. Oh, wäre so schlimm. Kauf mal da, ja. Du kannst auch was arbeiten, Bro. Wir haben bis jetzt am Ende gekriegt, dass du irgendwas getan hast, ne? Sag's nur. Wir lassen, glaube ich, mal eins drin. Ganz bewusst. Vielleicht passiert damit irgendwas. Keine Ahnung. Ich werde aber nicht wieder. Hab euch ihn gemacht. Ah, wäre meins jetzt Boggy. Ja, ich weiß. Es ist voll interessant für euch. Und zwar zum Beispiel Beschleunige. Einfach so plupp. So, fertig. Gewächshaus. Becky! Nein, die steht in der Küche! Run! Schnell! Milch produziert, 10 Stück. Verpiss dich! Nein! Schneller! Sie kommt! Weg! Hä? Ach, die arbeitet da? Okay. Lass mir die Tür offen, scheiß drauf. Kann ja alles zumachen immer. Hä? Ist sie crazy? Ja, wächst ganz gut, das Shit, ne? Ist nass, passt. Ihr könnt da mal wieder wachsen. Ich glaube, wenn wir die düngen, das bringt echt viel. Wächst deutlich schneller. Oh, stimmt, bei den Chicas können wir vorbeischauen. Mach kurz die große Tür auf. Ist halt scheiße, ich sag's nur. Ich bin beschäftigt. Ne. Lieb uns aber noch. Hallo. Mir geht. So, geht dann immer da weg. Schatz. Hier, ich ein schön. Schleim kurz, zack, fertig, reicht. Gucken wir da drüben mal noch kurz nach, ob es da Honig gibt. Nee. Unser Leben so useless. Wenn Raps schneller wächst, ich scheiß drauf. Ich pflanze glaube nur noch Raps an. Punkt ist halt, ob die sich auch wirklich um die Tiere kümmert, ne? Wir können eigentlich mal kurz speichern, fällt mir so spontan auf. Schön, Sie zu sehen!
Ja, los, komm. Ja, klar. Ja, kenn dir. So, machen wir 40 draus. Weg mit. Können wir speichern mal kurz aus Interesse und wird eine Woche schlafen. Mal gucken, was passiert. Ob sie sich ja wirklich mit den Tieren alles kümmert, ne? Spiel speichern, machen wir einen separaten Slot. So. Beziehungsweise machen wir zwei. Ich glaube nicht, ne, dass sie herkommt und alles macht. Oh. Heißt mir, ist jetzt eine Arschvoll Material unter habe. Nö. Okay. Heißt mir jetzt im Grunde eigentlich eine ganze Woche Verdienstausfall gehabt. James ist glücklich, das ist schon ganz toll. Warum spielst du Scheiße? Immer noch eine Quaxe! Die Äpfel müssten jetzt aber ready sein. Ne, sind sie auch nicht. Mehr Geld haben wir alle auf dem Konto. Das heißt, sie hat weder die Hühner noch sonst was gemacht. Ich hätte gedacht, die kommen wenigstens her und holt jetzt Material rein oder so. Keine Ahnung. Nee, bringt gar nichts. Geil. Also kann man Malade im Gegenzug. Ja. Wobei, meine Jagdspeicher, ich hab Bums. Also, übrigens, nächste Woche schlafe. Gar nichts. Super. GG. Wuhu! Hab gedacht, ich kann keine Zeit kürzlich um die Hühner. Eins, wenn man das macht, dann lohnt es ja gar nicht. Hey, das ist so dumm. Ich hab gedacht, dass es wenigstens herkommt Macht haben wir ja alles, ne? Ja, passt. Transport, Pflügefeld, Pflügefeld. Die im scheiß Drohne-Wettkampf da immer. Was hast du davon von einer langen Pause? Was für ein Crap, Mann. Außer, dass wir jeden Tag für so, sagen wir mal, so knapp 500, 600 Euro Flöte gehen und eventuell ein paar Missionen. Habe ich nichts davon. Aber was für ein Trick. Ich bin auch total useless. Ja, wow, kümmert sich um die Katz und der Hund. Ja, danke fürs Gespräch. Habe ich nichts von. Dann mal her und sammeln die Eier ein und oder zumindest, dass es die bungern wird oder von mir aus auch gleich verarbeitet, ist ja scheißegal. Er macht ja gar nichts. Das ist doch Bullshit, was ist denn so really mehr los? Meine ich, oder? Nee, da hat der glaube ich nicht großartig was gemacht. Ach und weg mit dir, Töle, echt. Nervt und enttäuscht. Ach, das ist Bull. Ja, ich helfe dir auf der. Ja, was hilft dir? Ja, ich koche kurz an für dich. Ja, die Scheiße kriege ich selber hin. Vor allem koche mal nichts. Wir verkaufen das. Wir verarbeiten es zu Dosenmaterial und verkaufen es dann, weil es einfach mehr Geld gibt. Das darf ich dir nicht.
Wenn man nämlich sagen könnte, ja, hey, du verarbeit mal das, das und das und gib's ab und dann brauchst du einfach mehr aus Ingame eine Stunde oder so, bis es gemacht hat, bevor man da selber dran steht. Ja, okay, alles cool und fine. Aber ist ja nicht der Fall. Jetzt blockiert sie wieder der Herd, die Schrapnalle. Obwohl sie eh nichts macht, die blöde Kuh. Mann. 2, 3, 4. 4 sagte ich, es gab her. 5. Perfekt. 1, 2, 3, 4. 5. Nee, es gibt doch her, Mann. Echt, das ist Bastarde. So. Ab ins Gewächshaus. Wo ist die wieder? Die kracht immer noch fake-mäßig. Ja, so zum Heuler. Ja, okay, der ist im Gewächshaus, aber das war's auch. Ah, nass. Das hat natürlich jetzt nicht geschaut, ob sie die Pflanzengasse hat. Blümchen. Wäre natürlich auch noch interessant. Einfach mal auf jeden Fall nicht ready, sind sie jetzt logischerweise auch nicht. Ach, QQ. Kann ich, bin beschäftigt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vielleicht ist Toya auf, ich wüsste nicht, was ich auf. Ich dachte gerade, Alter, wir fahren nicht mehr mit meinem Auto. Meine Tiere kaufen lohnt sich, vor allem die Kühe nicht. Ich kann halt nachgewiesenermaßen die Mischte nicht verkaufen. Und dann können wir noch schauen. Honigläsle, sehr schön. Ich glaube, ich lasse den Honig einfach mal, bis ich dann immer einmal komplett weiß, okay, einer ist da, und dann kann ich alle anderen durchernten, wollen wir mal gucken. So lange warten wir jetzt einfach. Oh, Madame ist schon alles immer so Küche bequemt. Uiuiuiui. Da kommt es gleich wieder Schlafeleger, nachdem wir das Material verkauft haben. 9 Dosen Milch, ach ja. So, verarbeiten bitte, danke. Ey, du da, ey. Man kann immer dann einen anderen Weg laufen, ne? Immer so ein bisschen mehr, ein bisschen rumlaufen. Also irgendwie durchmähen. So, was aussieht. War ich noch nie hinter dem Haus geguckt, oder? Und zwar mal drin, aber da keine Schatzkiste da drin, der Arsch. Schön sie. Klar. Und da kriegst du 50. Weiß bald, ich wäre da. Ja, doch. Mühselig ernährt sich das Eichhörnchen hier, du. War schön zu sehen, dass es doch recht schnell wächst, verhältnismäßig. Hast du doch, ich bin, glaub ich, das erste Mal durchgelaufen, hast du eine zugemacht. Halbnass. Gibt's denn sowas? So, brauchen wir kurz ein bisschen. Sehr nass. So, wenn wir schon mal dabei sind, gießen wir jetzt wieder alles durch. Miau. Sieht hier aus, gleich. Miau. Nass. Ich glaube, ich darf nicht so durchpacen, sonst
bringt es nicht wirklich, weil dann müssen wir aber zu stark oder zu viel nachkontrollieren und dann haben wir da auch nichts gewonnen. Macht die Skala doch auf eine andere Richtung auf Kerl. Katastrophe. Alles sehr nice, sehr schön. Machen wir schnell zu, bevor da irgendein Maler durchläuft. Ab durch die Miste, in die Kiste. Wir sind wieder ein Backofen, ey. Hä? Nee. Doch. Da wieder ein Backofen. Ich gieße mal in der Zwischenzeit. Nee, kann man nicht. Einfach das Wasser nutzlos verschwende. Ach ja, ist nicht schön. Ja, natürlich zum Glück auch farblich. So, alles sehr nice, sehr schön. Komm, wir gehen ins Feld nach. Gönn dir. Wo ist denn? Die ist keine da. Nee, geht leider nicht. Ich hab doch hier nicht so schlampig gearbeitet, oder? Wächst es ernsthaft nach, das Zeug. So, übel. Hast du da ruinieren? Nö, das geht jetzt nicht. Oh ja, den Hund. Mann, Mähen. Ich glaube, das wächst echt nach. Cool. Ist ja fett. Schade, dass unser Typ kein Bart wächst. Das wäre fett. War auf jeden Fall gemäht hier. Bin ziemlich sicher. Ist doch mal geil. Muss man regelmäßig drüber mähen, das können die Alte auch machen. Nee, schafft's ja mal wieder nicht. Beschwert man sich jetzt auch mal, als laut ist? Müssen wir arbeiten, ne? Produziert so wenig Milch? Freunde der Nacht. Sag's denn, du willst ja nur fragen. Gut, dann machen wir jetzt ein Bubu in-game und ich cut das Ganze dann. Dass dann vielleicht mit Glück halt noch eine Folge rauskommt am 17. Mal gucken. Gut, schlafi. Ja. Der Punkt ist, es zieht sich so. Überschlang. Und naja, es gibt ein Ei am Hühnerstall. Ja, sehr schön. Zumindest irgendwas im Hühnerstall gibt es neu. Gut, dann danke fürs Zuschauen, mit dabei sein. Like, dann kommt ihr noch nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Kann mich da irgendwo hinsetzen? Ja. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.